Und damit herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Let's Play. Mit einem nicht allzu neuen Spiel, aber ein ziemlich geilen Spiel. Denn den Vorgänger haben wir bereits gespielt auf der PS3 und da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Und da habe ich mir gerade mal so ein bisschen gedacht, was zur Hölle spiele ich nach Need for Speed Most Wanted? Auf jeden Fall sollte es ein Shooter werden. Und da habe ich so ein bisschen meine Steam-Bibliothek durchgewartet. Und da kam ich auf The Darkness 2. Aber das hier will ich hören. Leere, nicht bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt. In einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacado. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und wanderte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag. Und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0,0 war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte, er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Ja, das war also die Vorgeschichte, sprich die Geschichte aus dem ersten Teil. Und jetzt drücken wir mal Enter und lassen uns mal überraschen, was uns hier erwarten wird. The Darkness 2. Leute, ich habe das damals aus der Videothek ausgeliehen. Einmal durchgezockt, habe ziemlich gute Erinnerungen daran. Und ja, mir das letztens nochmal für Steam geholt. Wir gucken mal ganz kurz in die Optionen. Wir wollen natürlich alles ganz hochdrehen. Mittel. Hallo? Geht's noch? Jetzt mach dich nicht kleiner, als du bist. So, dynamische machen wir auf jeden Fall. Blickfeld. Oh, ein bisschen mehr Blickfeld machen wir bitte. So. Na, das ist zu viel. Geht nicht weiter. Okay. Und ich mach's für euch noch ein bisschen heller. Denn dann ist es meist auf YouTube besser. So. So werden wir es auf jeden Fall lassen. So werden wir es lassen. Okay. Und dann würde ich mal sagen, in die Steuerung einmal ganz kurz reingucken. Zielempfindlichkeit, Controllerhilfe. Du spielst mit Maus und Tastatur, denn es ist ein Shooter. Und wenn ich die Möglichkeit habe hier, werde ich das auch nutzen. Dämonenarme Kuh. Das ist nämlich das, was ich wissen will. Denn ich wusste noch aus dem ersten Teil, da hat man ja diese Tentakeln gehabt. Dämonenarme oder liebevoll die Aale genannt. Und ja, wie ich die hier am PC auslöse, weiß ich natürlich nicht. Das ist auf jeden Fall Q. Q, E, R, Waffen, G, F. Ach komm, das wird mir bestimmt angezeigt. Wenn nicht, werde ich irgendein Feature natürlich nicht benutzen, weil ich nicht weiß, wie es geht. So, Auftragskiller, Don, Schläger. Ich habe keine Ahnung, was der schwerste Schwierigkeitsgrad ist, was der leichte. Wir wissen es nicht. So, die Untertitel möchte ich auf jeden Fall für euch aktivieren. Und jetzt reicht's aber auch hier. Jetzt wollen wir mal langsam mal loslegen. So. Neues Spiel. Ah, hier steht's nochmal. Schwierigkeitsgrad wählen. Schläger. Ich will kämpfen. Gangster. Auftragskiller.
Ah, hier, erzähl mir eine Geschichte. Ich will kämpfen. Ich will eine Herausforderung. Gib mich zum Abschuss frei. Ja, wir machen mal Auftragskiller. Ich habe die letzten Spiele alle so auf Mittel durchgespielt. Ich habe mal wieder Bock, ein bisschen drauf zu gehen. Mach mal Auftragskiller. Mach mal Auftragskiller. Und damit viel Spaß mit The Darkness 2. Es kommt noch ein Menü. Schade, ich dachte, jetzt kommt ein schöner Film. So, jetzt aber. Schau dir bis der... Ne, das haben wir ja gerade gemacht, ne? Haben wir gerade gemacht. Nein, wir wollen direkt ins Spiel. Es kann losgehen. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir, Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hey, Jackie. Sieh dir mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. So, ich vermute mal, das ist das Tutorial. Ich soll mir die Hupen angucken. Und was ist mit der Hupe hier links? Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Bett. Ich habe durch Zufall gerade in die richtige Richtung geguckt, ne? Weil er rechts und links war. Hey Mann, naja. Hör auf dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Ach, stimmt, ich bin ja jetzt der Boss. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Das war doch so, weil wir den Mafia-Boss besiegt haben, waren wir der neue Boss. Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Man kennt sich. Yo, Billy, wie geht's dir? Billy. Nicht schlecht. Was gibt's denn zu essen? Viel drauf haben sie nicht. Doch, oh, ein bisschen Spaghetti. Kann man zu lang. Oh, tut mir wirklich leid, Gaston. 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 Ach, hallo. Wo sind wir denn hier gelandet? Vermute mal, es wird ein tragisches Ende nehmen. Hi, Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Nope. Was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Ah, jetzt erinnere ich mich an dich. Na klar, jetzt. Okay. Voll das Hirn weggebratzt. The Darkness 2. Okay, der Albtraum geht wieder los. Oh! Oh, Scheiße. Seht euch sein Bein an. Was macht ihr? Ihr Jungs, geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Vinny, ich werde diese Schweine abschießen. Was? Was? Warum werde ich beschossen? Komm in die Finn. Boah, okay, es scheint sehr blutig zu sein. Okay, die Dunkelheit will mich wieder. Es könnte sein, dass ich sie gleich brauchen werde. Denn es sieht ziemlich übel aus. Ah, stirb du. Guck mal, die haben Masken auf. Wirklich nur so Atemmasken. Damals Covid schon sehr aktiv. Die wollen mich, glaube ich. Oh, es ist schön spratzig blutig. Das gefällt mir. Warte, da kann ich nicht hinballern. Alter, voll durchsiebt den Typen. Alter, ich würde weggehen, du... Kronleuchter. Okay, geiler Anfang auf jeden Fall. Oh, ist das geil spratzig. Wie viel kommen denn da um die Ecke gerannt? Oh, Alter, ein Auto. Mitten durch die Fassade. Boah, mein Fuß.
Da fehlt ein C. Da fehlt der große C. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig Lass dir Zeit. Oh, warte mal. Halbe Minute. Ran damit. Oh, geile Action. Ah, der nächste bitte. Völlig durchsiebt. Okay, Boss. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Scheiße. Alter, was für ein Anfang, das ist der Hammer. Okay. Ich sterbe zwar, aber eine doppelte Knarre kann ich auf jeden Fall noch da nachladen. Krass, ich habe so viele Murmeln abgekriegt. Ich habe das Gefühl, ich wäre eigentlich schon tot. Ey, kann der mich einfach mal 2 cm weiter nach links ziehen? Ich stehe hier schlecht. Ich rieche Gas. Beeilung, Vinny! Da ist Gas. Das Gas. Das war's. Setzen wir das Feuerzeug. Oh oh. Brand in der Hölle, Estacado. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Friss Herzen, um Gesundheit zurückzuerlangen. Okay. Kraft oder stirb! Niemals! Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung. Stärker als ein Vater. Provoziert ihn weiter. Du atmest noch, was, Kleinskerl? Na los, komm hierher! Warte mal, provoziert ihn weiter. Die wollen doch, dass die Dunkelheit rauskommt, oder? Finsternis freilassen. Okay! Endlich kann ich mich nicht. Verdammt! Was zum Teufel ist das? Mein Aal! Die zweite halt. Alter, der hat eine Zielscheibe auf dem Rücken. Oh. Jetzt hat er 2 Zielscheiben auf dem Rücken. Und 2 Rücken. Alter Latz, Call of Duty hat Autoheilung. Der hat Autoheilung. C wieder dran. Alter Latz. Hier haben wir noch irgendwas. Ich hab ihn irgendwie am Schlawittchen. Was mache ich jetzt mit ihm? Rede mit Vinny. Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Kennen die mich mit diesen Tentakelmonstern so aus dem Rücken raus? Ich habe das Gefühl, dass die, guck mal, was ich da hab für dich. Halt durch. Hier, bitteschön. Lehn dich einfach an diesen Kadaver an. Warte mal. Wo ist er denn hin? Jetzt wirf den doch da mal bitte hin. Wie geht denn das? Cool. Ach, nicht dahin. Der soll sich doch zudecken. Dem wird doch kalt. Warte. Naja. Ich hab vor stets bemüht. So, drücke Bixte, um Ziel zu zeigen. Was ist denn das für eine Taste? Die da drüben! Was ist denn die da drüben? Sammel dich mit deinen Männern, okay. Meine Flaschen kann ich nicht nehmen? Ah, hier! Oh! Wie geil ist das denn bitte? Ich brauche gar keine Waffen. Und der nächste. Ja. So, mit der einfachen Dämonen. Ja, okay. So kann man es auch machen. Los, nimm noch eins mit hier, nicht? Boah, der hängt da wirklich einfach dran. An die Wand gepinnt. Oh, das ist ja wie im Horrorfilm. Ist ja der Hammer. Gefällt mir. Halte und bewege. Ah. Geil, da kann ich die Schwingrichtung
meiner Tentakeln beeinflussen. Ho! Boah, das ist schon ziemlich brutal. Jetzt weiß ich, warum ich die ungeschnittene Version genommen habe. Da ist das Beinchen ab. Ihr habt mir meinen Zeh genommen, ich nehme eure Beine. Okay, springen kann ich auch. Warum? Ich kann so kaputt schlagen. Geht nicht. Jetzt hat die Tentakel keinen Bock mehr. Ich liebe dieses Lied, komm schon. Was zum Teufel? Ah, das ist unsere Freundin vom... Hey! Vom ersten Teil. Ach so, ich muss mehrfach gedrücken. Okay. Ja, irgendwas ist passiert. Keine Ahnung, meine Großmutter. Hallo. So, drücke 1, gehaltene Gegner zu eliminieren. Gastroskopie von außen, würde ich mal sagen. Ne? So. Hat hier jemand seinen Müll verloren? Bitte. Komm her. Zeig dich. So, wirf Objekte auf jeden Fall. Komm. So, und jetzt? Drücke Q. So, und jetzt muss ich den eliminieren, oder was? Um Waffe abzunehmen. Keine Ahnung, aber wie kann ich jetzt das Herz auffressen? Egal, ich durchbohre einfach sein Herz. Okay, das ist ziemlich geil, diese Features hier. Er lebt. Oh, in den Schädel. Ja, ich würde mal sagen, Headshot Master 2000 ist zurück. Zack. Der vibriert da drüben noch so. Der nervt. Warte mal, da hier kann ich mich nicht erinnern. Das konnte ich genau so als Schild benutzen. So, wo bist du? Hier waren nur noch 2. Ah, ein Zeitlupe des Hörern weggefetzt. So, ich habe hier noch eine Tür zu verschenken. Ah, ich liebe es, dass sie sich immer in Deckung begeben und der Schädel immer noch draußen vorguckt, ne? Okay, das sieht übel aus. Das ist mein Taxi-Service. Den Taxi direkt nach Hause gebracht. Ich hab Estacado. Er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Kopfnuss. Ach, wie geil, diese kleinen Minions sind wieder dabei. Küsschen gefällig? Ich passe. Aber danke für die Hilfe. Auf jeden Fall. Ja, furz ihm ins Gesicht. Was riecht hier so? Sag du's mir. Ich komme aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen. Soll das gerade heißen, dass mein Kopf stinkt? So. Okay, die Leiter kann ich mitnehmen. Die Leiter nehme ich mit. Was hast denn du da? Ach. Okay. Uzi genommen. Was soll ich jetzt mit Dingens kannst du Doppel-Uzi, Dual, okay, 4 ist Dual, 3 ist 1, 2, und was ist die 1? Die gibt's nicht. Ja, wir nehmen erstmal die normale Pistole. Habe ich jetzt die Leiter? Warte mal, wo ist denn die? Habe ich die Leiter jetzt? Ich hatte die Leiter. Okay, das ist ziemlich geil, das Feature hier mit meinen Tentakeln. Das war im ersten Teil schon ziemlich geil umgesetzt. Was ist denn das? Ah, das Relikt. 300 Punkte. Ah, ich kann sogar sprinten. Bin mir gar nicht sicher. Ging das im ersten Teil? Was soll ich nutzen? Ach, dafür brauche ich wahrscheinlich die Punkte, ne? Mit Essenz der Finsternis, die du durch das Töten von Feinden bekommst, kann Jackie neu noch mächtigere Kräfte freischalten. Kaufe jetzt das Talent Herzfresser.
Ach, das konnte ich noch gar nicht. Halte Eber Leichen der Feinde, um Gesundheit wiederherzustellen. Blablabla. Auf jeden Fall. Schalte durch die 4 Talentbäume mit N und M. Wie viele Punkte habe ich denn? Kosten 400 Essenz. Ach, das habe ich. Das könnte ich tun. N und M. Okay. Gesunde Hinrichtung. Greife verwundbare Gegner und drücke 1 für gesunde Hinrichtung und regeneriere etwas Gesundheit. Sehr gut. Der Kampfgürtel erhöht die Munitionskapazität aller Waffen. Das ist langweilig. Das werde ich sowieso irgendwann noch benutzen. Schick einen Gegner mit einem Hieb in die Luft. Er wird dort durch die Finden in einem gehalten. Ich finde das, glaube ich, am besten. Das nehmen wir jetzt mal mit. Und als nächstes kann ich nicht das hier dann nehmen. Ne. So, jetzt haben wir noch 120. Konnte ich mit 120 nicht sogar noch was kaufen? Ne. Danke, Freak. La Freakos. Ich wollte eigentlich den Typen hier nehmen. So, mit E. Hau rein, lass dir schmecken. Mach auf! Scheißdreck! Verschlossen! Ich bin angefallen und versucht die Kiste da zu öffnen. Alles erledigt! Du Dussel! Ist er weg! Er ist weg! Geschmort! Da ist er wieder! Okay, also Headshots bringen auf jeden Fall mehr. 1. Guck dir das an! Und das wird jetzt auch mit dir geschehen. Okay, das ist ziemlich geil. Das spratzige Gameplay. Hat sie fressen. Komm her. Gib dir dein Herz. Okay, es geht jetzt auf jeden Fall schneller. Das gefällt mir schon. Ich würde schon sagen, wenn jetzt jedes Mal so eine lange Animation kommt. Ah, der hält ihn nur auf, okay. Das wäre eigentlich ziemlich geil für einen Multiplayer. Oh, mit der Tür zerteilt. Er hatte so ein geiles Zielfaden. Zielfadenkreuz. Zielkreuz auf dem Rücken. Zerfetzt. Wo ist er denn? So, Leute, lasst mich mal durch. Oh, das ist. Der Schädel ist weg. Ich habe keine Ahnung. Und es ist mir auch egal. Denn so schnell wie sie kommen, werden sie sterben. Yasiko! Lass mich mal dein Herz essen. Das schmeckt mir doch so gut. Okay, was passiert hier? Dunkle Erinnerung. Im ersten Teil war es ja eigentlich so, wenn man irgendwo ins Licht gelaufen ist, dass man dann die Darkness nicht nutzen konnte. Aber hier kann man es immer nutzen. Gefällt mir ganz gut. Ich glaube, irgendwie, da lädt der PC nur, oder? Und die kommen automatisch hier, diese kleinen Gremlins. Das finde ich auch ganz gut. Im ersten Teil musste man die immer beschwören. Okay. Finde und töte alle Angreifer in der U-Bahn. Das ist doch mal pragmatisches Gameplay. Alle töten, das finde ich gut. So, du kannst nicht nach der Tür greifen, bis das Licht zerstört ist. Ah, doch. Also auch die Helligkeit ist unser Feind. Ich liebe gerade die Pistole, Leute. Ich liebe sie. Die hat so viel schönen Bums. Keine Ahnung, ich musste den töten. Es war ein innerliches Bedürfnis. Es war ein Zivilist, aber es ist mir scheißegal. Wir sind nämlich extrem böse. Und wir töten auch Zivilisten. Ich glaube, deswegen ist das Spiel auch in der unzensierten Version, wie wir sie spielen, in Deutschland verboten. Die kann ja bestimmt rein, oder nicht? Na, wo bist du? Bitte!
Bitteschön. Oh, ich wollte ihm schön vor den Latz hauen. Hat nicht geklappt. Sein Herz kann ich nicht fressen. Das kann sein. Aber bevor ich sterbe, wirst du sterben. Solange ich ein paar Antworten bekomme. Komm. Fress es. Ich brauche den kleinen Gremlin wieder, dass der automatisch die Lichter ausballert. Ich liebe die Pistole. Ich liebe sie einfach. Die ist ja sowas von genial. Ah, den will ich fressen. Friss ihn. Bist du. Er muss sterben. Es tut mir leid. Ich bin der absolute Megadon. Ich gebe hier nicht Acht auf Zivilisten oder was. Hier wird alles getötet. So eine fiese Mantänchen fangen wir erst gar nicht an hier. Gib ihm, reiß ihn den Schädel runter. Halte dich vom Licht fern. Ja, doch. Oh, auch hell das Licht hier. Das Helligkeitslicht. Geh weg. Ich will sein Herz. Ich beiß dir in den Fuß. Yes. Also ganz ehrlich, ich finde es zwar nicht so geil, dass hier ständig irgendwas aufploppt mit Punkten, aber in dem Spiel passt es in irgendeiner Form. Aua. So. Oh, der hat eine Pumpe. Die will ich auf jeden Fall haben. Wartet mal, ich brauche irgendwas. Gib mir mal den. Bitteschön. Komm her. Komm her. Den ganzen Kopf weggeschnabuliert. So, warte mal, ich brauche eine neue Waffe. Ah, hier, wo ist denn die Pumpe? Ist das geil, man muss sich nicht mal mehr bücken, um irgendwelche Waffen aufzuheben. Man kriegt sie einfach so. Ah, ein Mülleimer. Was ist denn mal hier? Talent, wir gucken mal. Mehr Munition, hab ja gesagt, ne? Ich werde sowieso irgendwann holen. Zum Beispiel jetzt. Denn es ist mir definitiv zu knapp, die Munition. So, zack, das Ding haben wir. Schnelleres Nachladen auf jeden Fall auch ganz geil, ne? Ey Leute, wir holen uns einfach alles. So, was ist das hier? Kampfgürtel. Das haben wir doch gerade gemacht. Schicke einen Gegner. Da fehlt leider noch ein bisschen was. So, ich möchte natürlich jetzt. So. Yes. Yes. Alter. Und das Herz noch rausgerissen. Ui! Zu, pass doch auf, ich wollte dich doch erschießen. Das gibt's nicht. Da lässt er sich einfach vom Zug überfahren. Sehr gut. Den haben wir. Yes! So, aufpasche. Mann! Defender. So, Herz verzehren. Was ist denn hier eigentlich gerade passiert? Warum ist das so viel Action? Ich verstehe es gar nicht. Irgendwas ist gerade extrem in die Luft gegangen. Ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Was? Ah, hier. Ist wahrscheinlich ein Zug reingedonnert. Nicht mitbekommen. Sorry. Ach komm, her, was soll's. So ein herzloses Arschloch. Oh oh. Einmal bitte an die Wand. Tja, die Gegner wollten aber auch da stehen bleiben, ne? Okay, verfolge die Feinde durch den Tunnel. Was? Schauen wir uns ein paar tote Dinge an. Ich mag ihn. Er ist so offen. Hallo. Komm her. Zeig mir deinen Schädel. Und auch für dich gibt es nur eins. Mich. Weg damit. Voll den Schädel weggebratzt.
Syr, schneller Kill, alles klar. Komm her, friss ihn. Lass es dir schmecken. Ich brauche ein paar mehr Herzen. Lecker, lecker. Die guten Proteine. So, du frisst doch hier nicht heimlich wieder in irgendwelchen Kadavern rum. Ich habe gesagt, das ist meins. Und das will ich mitnehmen. Muss ich hier nicht durch? Nee. Da ist er. Das ist meine Freundin. Die ist gestorben. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle, die steht im Licht. Oh! Moment! Wo zum Henker bin ich?